Hallihallo und herzlich willkommen zum 9. Part von Paper Mario und die Legende vom Mäonentor. Wir schlafen hier friedlich in Blütenweiler und ein Toadkind steht vor uns. Seit einer Weile spiele ich nur noch mit meinem Gamecube, den kennt ihr doch sicher. Ich habe mein Taschengeld gespart und mir ein neues Spiel geholt. Paper Mario, so heißt es. Ich habe gerade erst angefangen zu spielen, aber es ist wirklich super spannend. Wenn du es nicht glaubst, dann spiel es doch selber mal. Ja. Könnte ich machen. Eine gute Idee, eigentlich. Ja, der sagt, glaube ich, immer noch das Gleiche. Ich glaube, wir sollten hier auch wirklich weggehen. Also, die Leute hier sind unerträglich. Ich könnte mal in die Itemliste gucken, aber fällt mir gerade ein. Ich habe zu viel Zeug da. Ich glaube, ich sollte mal was im Itemladen abgeben, bevor ich jetzt hier das Dorf verlasse. Du könntest für mich tun. Was könnte dann alles für mich tun? Ich denke, wir werden erstmal das Kurblatt hier liegen lassen. Oh, den Hartpanzer brauchen wir jetzt auch nicht. Oder sonst noch was? Oh Gott, wir haben so viel Zeug. Den Schrumpfer brauchen wir jetzt auch erstmal nicht, würde ich sagen. Ich werde das alles im Laufe der Zeit sicherlich mal einsetzen, damit ihr die Items auch mal in Aktion seht. Den Lebenspilz können wir auch noch abgeben. Brauchen wir jetzt gerade nicht. Brauchen wir vielleicht beim nächsten Endgegner wieder. Ansonsten ist das alles in Ordnung. Den Rest behalten wir. Wir können leider nicht allzu viele Items lagern. Das heißt, unsere Lage wird bald voll sein. Wenn wir nicht bald irgendwas von den Items brauchen. Ich schaue derweil mal hier, was der noch zu sagen hat. Herrliches Wetter heute. Die Sonne knallt vom Himmel. Was für ein Gefühl. Ich mag das ja nicht. Ich bin kein Freund des Sommers, muss ich sagen. Ich mag es nicht, wenn die Sonne knallt. Ich bin lieber ein Freund. Herbst, Spätsommer, das ist so meine Jahreszeit. Das habe ich, glaube ich, schon in früheren Let's Plays öfter mal gesagt. Jenseits von Logarzburg gibt es sicherlich viel zu entdecken. Aber verrat mir nichts. Irgendwann sehe ich es mir selbst an. Genauso wie du. Ja, dann musst du auch genauso mutig wie ich sein. Jetzt sehen wir uns mal hier noch weiter um. Oh, wir haben eine Mail bekommen. Was ist los, Mario? Du zitterst ja. Bist du mal für kleine Klempner? Ich muss mich wieder an die Stimmen gewöhnen. Ich weiß auch gar nicht mehr, welche Stimmen ich damals verwendet habe. Das ist jetzt schon so lange her, als ich meine letzte Session hatte. Ach so, eine Mail. Aber von wem? Lieber Mario, ich hoffe, diese Mail erreicht dich auch. Finstere Gestalten haben mich entführt und halten mich fest. Ich weiß nicht, wo sich hier versteckt befindet. Meine Bewacher sind wohl hinter der Karte her, die ich dir geschickt habe. Mit Hilfe dieser Karte wollen sie sich anscheinend die Sternjuwelen aneignen. Ich weiß nicht, was diese Leute planen, aber ich habe ein übles Gefühl. Mario, die Sternjuwelen dürfen diese Typen nicht in die Hände fallen. Diesen Typen nicht in die Hände fallen. Sie wissen schon, dass du die Karte hast. Pass also auf dich auf. Um mich mach dir keine Sorgen. Peach. Das ist doch eine Mail von Peach? Also, geht es Peach gut. Puh. Aber dass die Entführer der Prinzessin auch hinter den Sternjuwelen her sind? Ich muss mich echt... Also sorry, wenn ich jetzt die Stimmen total verhunze. Vielleicht sollte ich mir nochmal das letzte Video ansehen, das ich gemacht habe. Dann kommt es mir auch vielleicht sehr bekannt vor. So. Ich würde sagen, wir werden erstmal mit Gumbrina den ersten beseitigen. Damit wir freie Bahn haben, um mit Mario den zweiten eins mit dem Dampfhammer zu gehen. Übrigens, das Krötengeräusch werde ich gleich mal abschalten. Das brauche ich jetzt tatsächlich nicht mehr. Oh, 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 oh. Ich habe gedacht, der greift Mario an. Immerhin kriegen wir noch 4 Sternpunkte für diese, ja, Winzlinge. 4 Gumbas waren es ja auch. Also wir kriegen noch einen Punkt für jeden Gumba. Ich schaue jetzt gerade mal.
Genau, den Sound FXA-Orden werde ich ausschalten. Wir haben noch einen über. Ich glaube, den werde ich einfach an den Kampfrausch geben. Auch wenn ich den jetzt momentan nicht brauche. Ja. Müssen wir im Ordenladen dann weiter einkaufen. Ups. Was mache ich denn? War in die völlig falsche Richtung. Aber wir können mal den Partner wechseln eigentlich. Machen wir so. Nein, wollte eigentlich den Partner wechseln. Wo macht man das nochmal? Ach ja, hier, Taktik. Himmel. Das ist jetzt aber peinlich. Entschuldigung. Ja. Ach ja, ich wollte euch mit diesem Video übrigens noch nachträglich ein wunderschönes neues Jahr wünschen. Und was habt ihr so über Silvester gemacht? Wie habt ihr gefeiert? War 2013 für euch ein gutes Jahr? Könnt ihr alles in die Comments schreiben. Ich habe ja schon in meinem Jahresrückblick davon geschrieben, wie ich 2013 denn so fand. Und ja, kam zu einem relativ ernüchternden Ergebnis. So, jetzt haben wir leider ein kleines Problem, aber wir haben ja den Multisprung. Den werden wir jetzt gleich mal einsetzen. So. Und dann können wir nämlich mit dem hier durchdautzen. Ah. Lasst mich doch alle in Ruhe. Das Gute ist, über Paper Mario hat man die Wahl eigentlich immer noch, ob man in Kämpfe reingeht oder nicht. Das ist das, was ich an diesem Spiel sehr mag. Und generell, was ich in anderen Rollenspielen mit Zufallskämpfen abgrundtief hasse. Also Zufallskämpfe sind überhaupt nicht mein Ding. Deswegen ist auch die Final Fantasy Reihe, so leid es mir tut, nicht mein Ding. Wobei ich wirklich Final Fantasy 9 sehr, sehr gern gespielt habe. Und ich glaube, das habe ich auch alles schon mal erzählt. Oh je, ich werde langsam alt. So, wir sind mal wieder in der Kanalisation. Und ich bin mal gespannt, wie es dem Tintenfisch ergangen ist. Das würde mich mal interessieren. Aber wir werden ihn wahrscheinlich nicht so bald wieder sehen. Ach ja, wir können ja direkt... Moment. Ich speichere jetzt erstmal hier noch. Kurz. So, und jetzt geht es direkt runter in die Kanalisation. Weil wir brauchen ja die, wir müssen zum Sterntor. Und müssen die Karte vor das Sterntor halten. Ich wollte eigentlich nur den Partner wechseln. Das waren die Orden. Das sind die Items. Da ist der Partner. Damit ich auch mal Gumbrinas tolle Fähigkeit ausprobieren kann. Die alten Katakomben. Anscheinend ist das hier nur ein einfacher Durchgang. Aber früher befand sich hier bestimmt eine großartige Promenade. Mhm. Schon mal schauen, was hier drüben ist. Ach, da war der Schalter, den wir nicht drücken können. Weil wir dieses Ding hier nicht aus dem Weg bekommen. Dann brauchen wir einen besseren Hammer. Fällt mir gerade was ein. Was gibt's eigentlich hier drin? Irgendwie kommt mir dieser Raum hier sinnlos vor. Ich weiß nicht, ob ich hier durch sollte. Aber wir können hier durch. Bin jetzt mal gespannt, was da ist.
Nein, ich glaube, hier können wir noch nicht weiter. Denn die Stacheln würden uns Aua machen. Wir müssen irgendeine Möglichkeit finden, hier über die Stacheln zu fliegen oder was auch immer. Boah, da sind die Sprungfedern. Aber es ist nur ein Einzelner, der ist ja schnell besiegt. Und für den kriegen wir auch nur noch einen läppischen Punkt. Ich würde sagen, wir besiegen erstmal den zweiten, weil der ist der gefährlichere, der hat einen Donnerblitz und der Donnerblitz kann wirklich, wirklich böse sein. Ah, jetzt habe ich ganz vergessen, ich könnte den Konter hätte ich einsetzen können. Den setze ich viel zu selten ein. Einfach auch, weil er wesentlich schwerer auszuführen ist als der Block einfach. Aber begeben wir uns jetzt erstmal nach oben, um mit dem Papierflieger wieder nach unten zu gleiten. Das ergibt irgendwie Sinn. Und da sind wir wieder vor dem großen Tor und schauen, wo uns der Stern als nächstes hinführt. Also Mario, halt das Sternjuwel hoch! Und da ist ein Wald erschienen. So scheint es ein grauer Wald. Auf der magischen Karte wurde die Lage eines Sternjuwels eingetragen. Sieh nur, Mario. Da steht, wo das nächste Sternjuwel ist. Also, ich kann es nicht lesen. Aber Professor Gumbart kann das bestimmt entziffern. Ich verstehe. Und wo ist das nächste Sternjuwel? Im Wunderwald. Dort befindet sich im Innern eines großen Baumes das zweite Sternjuwel. In einem großen Baum im Wunderwald? In diesem Wald sollen diese kleinen Wesen leben. Es gibt in den Katakomben eine Röhre, die in den Wunderwald führt. Professor Gumbart, wegen Prinzessin Peach. Mario hat vorhin eine Mail von ihr erhalten. Darin stand, dass die Kerle, die sie gefangen halten, die Sternjuwelen suchen. Leider weiß sie selbst nicht genau, wo sie gefangen gehalten wird. Diese Kerle suchen also auch nach den Sternjuwelen? Was haben die nur vor? Leider weiß ich noch immer nicht genug über den legendären Schatz. Die einzigen Anhaltspunkte sind die Karte und die Sternjuwelen. Dann gehen wir am besten in den Wunderwald und suchen das nächste Sternjuwel. Ja, das wäre wohl klug. Ihr solltet es früher finden als diese Kerle. Aber denkt auch daran, im Toadhouse auszuruhen, wenn eure Kräfte nachlassen. Und vielleicht findet ihr im Laden noch brauchbare Items für eure Reise. Ich werde inzwischen die Sternjuwelen und den Schatz weiter erforschen. In den Katakomben befindet ihr eine Röhre, die euch in den Wunderwald führt. Okay, das mehr sagt er nicht.
und im Papierkorb liegt auch nichts momentan. Oh, Luigi. Ah, Mario. Unglaublich, dass wir uns hier treffen, oder? Ich? Also, du musst wissen, ich bin auf der Suche nach Prinzessin Eclair. Sie ist die Prinzessin des Biskuitkönigreichs und ich muss sie retten. Sie wurde nämlich entführt, und zwar von einem finsteren Goomba-König. Ich komme gerade von einem Treffen mit dem Minister des Biskuitkönigreichs. Ein sehr kultivierter Herr, sein Name ist Toastworth. Soll ich dir davon erzählen, ist allerdings eine etwas längere Geschichte. Wollen wir sie hören? Natürlich. Ich finde, es ist schon, das ist einer der genialsten Partsets, die so Paper Mario 2 zu bieten hat. Die Geschichten von Luigi, die man wirklich sehr, sehr gerne gelesen hat. Also, welche Geschichte willst du anhören? Ein wichtiger Brief. Ja, das ist auch der einzige Part der Story, den wir bisher hören können. Also, das ist eine lange Geschichte. Als der Brief von Peach gekommen war, bist du ja sofort abgereist und ich machte mir gerade das Essen fertig, da kam noch ein Brief an. Ein interessanter Brief. Kurz gesagt, es stand darin ungefähr: Lieber Mario, lieber Luigi, mein Name ist Toastworth und ich habe eine Bitte. Ich schreibe aus dem Biskuitkönigreich und hier gibt es ein Problem. Vor einigen Tagen hat der Goomba-König unsere Prinzessin Eclair entführt. Ohne eure Hilfe werden wir es nie schaffen, sie wieder zu befreien. Wir hoffen auf euch. Bitte meldet euch, Toastworth. So ungefähr stand es in diesem Brief. Nun, du warst nicht da, aber irgendwer musste den Leuten noch helfen. Also habe ich mich auf den Weg in dieses Biskuitkönigreich gemacht. Ich habe mir nur noch kurz notiert, was ich eigentlich kochen wollte, damit ich direkt weitermachen kann, wenn ich wieder heimkomme. Und dann ging es auch schon los. Ich komme also an und Toastworth erklärte mir erstmal die Lage. Der Goomba-König hat also die Prinzessin entführt. Allerdings weiß niemand, wo er sie versteckt hält. Der Wunderkompass wird uns den Weg weisen. Jedenfalls sagt es der Hofastrologe. Der Wunderkompass ist aber in 7 Teile zerbrochen. Und seine Teile sind in alle Winde verstreut. Seit sie vor Äonen verflucht wurden, warten sie auf ihren Finder. Jedes Teil des Wunderkompasses zeigt auf eines der anderen Teile. Und eines dieser Teile steckt in Prinzessin Eclairs Diadem. Ich muss also nur dem Wunderkompass folgen, er wird mich führen. So sollte ich also Prinzessin Eclair finden. Also bringt Toastworth das Diadem zum Richtungssockel. Das Kompassteil bringt den Sockel zum Leuchten und weit im Süden erstrahlt der Feuerberg, der gefährliche Vulkan mitten im Puddingmassiv. Also ist der Feuerberg das erste Ziel meiner Reise. Was für ein Abenteuer. Der Weg dorthin ist sicher voller Gefahren. Aber ich muss Eclair retten. Ja, Mario hat die ganze Story verschlafen, aber ich hoffe, für euch war sie interessant. Sprich mich einfach an, wenn ich dir von meinen Abenteuern berichten soll. Ja, das Tolle ist hier, Luigi wird parallel zu unserer Story ein eigenes Abenteuer erleben, wovon er uns jetzt einen ersten Teil erzählt hat. Wir werden im Laufe des Spiels immer mehr von dieser Geschichte erfahren und sie ist natürlich so mit einem Augenzwinkern zu betrachten, wie bescheuert eigentlich die Mario-Geschichte ist, wird hier quasi nochmal vor Augen geführt, indem man einfach die Namen austauscht und irgendeine hanebüchene Story entwickelt. Auch was man nie erfährt, ist, ob diese Story tatsächlich stattgefunden hat oder ob Luigi einfach nur ein bisschen neidisch ist und gerne ein Abenteuer erleben würde. Doch, doch, man erfährt das. Ich werde euch noch darauf hinweisen, in den nächsten Parts, wenn der nächste Teil der Story kommt, dann erfahren wir definitiv, dass diese Abenteuer tatsächlich passieren. Wie, werde ich euch jetzt eigentlich noch nicht verraten. Der Drache Logard aus dem Feuertal ist von einem mutigen Helden besiegt worden. Ja, das ist alles, was hier steht. Sulecke. Auf der Suche nach Orden ist mir in Logardsburg ein süßerwärtiger Kerl begegnet. Eine liebische Herzensbrecherin. Ah, genau. Zu der wollten wir auch mal. Ach ja, genau. Wir werden ja nicht in den Westteil gelassen, solange wir keine Kontaktlinse haben. Aber die ist jetzt mittlerweile da, wie es scheint. Dann können wir noch mit denen reden. Tritt einmal vor. Willkommen bei Toasts and Coopers. Was kann ich für dich tun? Okay, dann nichts. Dann kaufen wir die einfach. Meine Kontaktlinse bekomme ich 10 Münzen. Willst du zuschlagen? Jo, mach mal. Herzlichen Dank. Dann werden wir die Kontaktlinse gleich mal hier bringen. Hast du mir eine Kontaktlinse gebracht?
meine Kontaktlinse. Ich sehe wieder klar und deutlich. Ich bin so glücklich. Und jetzt werde ich gut aufpassen. Ja, okay. Hallo, ich bin Händler. Ich habe jede Menge brandneuer Waren im Angebot. Willst du etwas kaufen? Kriechspur verhindert, dass Mario läuft. Das ist ja interessant. Also wir können nur noch gehen. Ziemlich sinnfreier Orden und nö. Warum soll ich den kaufen? Dampfhammer. Der Effekt von Marios Hammer steigt um 1. Dafür kann Mario keine Sprünge mehr verwenden. Oh, schon ein netter Orden, aber überzeugt mich noch nicht so ganz. Dressman W. Mario bekommt ein Outfit in Marios Farben. Den werde ich mir generell werde ich mir die ganzen Orden irgendwann mal holen, aber momentan sind sie halt echt arschteuer. Was haben wir noch? Beim Angriff imitiert Mario Peach Stimme. Das ist auch ein herrlich sinnfreier Orden, aber der bestimmt irgendwie Freude macht. Aber, nee, sorry. Oh, du willst auch nichts? Schade. Das sind alles Sonderposten. Gelegentlich wechselt mein Angebot, also schau wieder vorbei. Das werde ich definitiv tun. Irgendwann. Irgendwann. Was erzählt der mir denn eigentlich? Herzlich willkommen. Ja. Also der hätte mir wahrscheinlich erzählt, dass die Kontaktlinse angekommen ist. Richtig. Wir schauen uns mal dann oben um. Hier hat sich immer noch nichts geändert. Achso, Moment. Die Maus ist ja noch interessant. Verschwinde. Die Sehnsucht nach meiner großen Liebe verzehrt mich. Oh, Nagerine, du Diebin meiner Träume. Wie es dir wohl geht? Ich war früher ein ziemlich wilder Kerl, aber inzwischen ist ein solider Seemann aus mir geworden. Damals bin ich ständig und überall explodiert. Sachen passieren. Ja, okay, da sagt immer noch das gleiche wie eh und je. Gehen wir mal nach oben. Sagt der noch was? Nö. Na komm. Der Ordenladen hat geöffnet. Sehr gut. Herzlich willkommen. Bitte schau dich in Ruhe um. Ich grüße dich, sei willkommen von ganzem Herzen. Endlich, lange habe ich auf dich gewartet. Also, was kann ich für dich tun? Wir schauen uns noch die Sonderangebote an. Alle Sonderposten findest du nach Preisgeordneten im Regal dort. Wenn du einen Orden willst, stell dich davor und drücke ganz einfach A. Okay, Moment, wir können auch noch andere Orden. Andere? Genau, da haben wir noch andere Orden. Der Anti-V-Hieb ist tatsächlich sehr, sehr interessant für uns. Action Commander schwer, aber mehr Sternenergie, das brauchen wir nicht. Novizenmünze, Action Commander einfacher, aber weniger Sternenergie, das brauchen wir auch nicht. Tut mir nichts, haben wir. Der ist auch sehr interessant. Ich kaufe mal den Anti-V-Hieb erstmal. Was haben wir hier noch? BP-Segen. Marios Angriffskraft sinkt um 1, aber bei jeder Attacke erholen sich seine BP um 1. Das ist sehr sinnvoll, wenn wir sehr viele Blütenpunkt-Attacken einsetzen würden. Ansonsten ist das relativ sinnfrei, dieser Orden. Gegner einschläfern ist auch momentan nicht so mein Ding. Powersprung. Haben wir den eigentlich? Moment mal. Haben wir den nicht schon? Jetzt gucken, das sind die Partner. Jetzt kommen wir schon, die Orden sind da. Ne, wir haben nur einen Powerhauer. Wir haben keinen Powersprung. Den könnten wir eigentlich theoretisch kaufen, wenn er schon so günstig ist. Nehmen wir den auch noch mit. Und das andere sind so Partnerorden, die wir jetzt momentan noch nicht haben. Wir haben jetzt erstmal genug eingekauft. Also wir sollten nicht unser ganzes Geld schon jetzt verplempern. Auch wenn wir im Laufe des Abenteuers natürlich genug kriegen, um irgendwann mal alle Orden zu kaufen.
wenn wir wollen. Ich wollte aber noch, genau, ich wollte Orden wechseln, wenn ich schon dabei bin. Und zwar den Kampfrauschorden brauche ich nicht wirklich. Also Kampfrauschorden, P ist es sogar. Wir nehmen den Anti-V-Hieb aber mit rein. Jo. Und beim nächsten Levelaufstieg würde ich sagen, erhöhen wir die Blütenpunkte. Oder die KP? Auf jeden Fall die Ordenpunkte muss ich momentan nicht erhöhen, so wie es aussieht. Wir wollten in die Kanalisation. Gehen wir auch gleich. Ich speichere jetzt nochmal vorher. Und ich würde vielleicht nochmal kurz eine Nacht im Bordell verbringen. Einfach aus dem Grund, damit meine Blütenpunkte wieder aufgefüllt sind. Ach, ich habe ja einen Hotelgutschein gehabt. Ich hätte ihn aus dem Laden holen können. Naja, egal. Und gut geschlafen? Eine gute Reise und komm wieder, immer wieder gerne vorbei. Ja, wir werden da sicherlich öfter noch übernachten müssen. Aber jetzt reicht's erstmal. Ihr habt in diesem Video noch nicht so viel gesehen. Wir sind jetzt erstmal nach Rohlingen zurückgekehrt. Wir haben uns die Story von Luigi angehört. Aber so richtig passiert ist noch nichts. Aber damit was passiert, will ich jetzt schnellstens nach unten. Ja, komm, wir gehen durch die Röhre. Einen anderen Weg gibt es jetzt momentan auch noch nichts. Die anderen Wege öffnen sich so nach und nach. Mario, da war gerade eines von diesen Wesen, über die der Professor gesprochen hat. Ja, mit denen kämpfe ich jetzt nicht. Die bringen sowieso nicht viel. Es rennt vor uns weg. Und da hinten ist ein Riss in der Wand. Auch. Mich nicht! Was? Ihr wollt mich also gar nicht fressen? Und ihr wollt mich auch nicht quälen? Doch! Wusste ich, so ihr Wesen, Tierquäler! Mario! Was soll das denn? Sei doch nicht albern! Hab keine Angst, wir tun dir nichts. Wirklich? Puh, da bin ich erleichtert. Du kommst aus dem Wunderwald, oder? Quatsch, sagt ja. Danke. Du kommst aus dem Wunderwald, oder? Was machst du denn hier? Was? Woher wisst ihr, wo ich komme? Ah! Bestimmt gehört ihr zu diesen Krokionen und habt mich bis hierher verfolgt. Uah, es ist aus mit mir! Krokionen? Was ist das denn? Wir wollen dir wirklich nichts tun. Also sag uns doch bitte, was du weißt. Also gut, diese Krokionen sind in den großen Baum eingefallen, in dem wir leben. Sie haben ein großes Chaos in unserem Baum angerichtet. Deshalb bin ich hierher gekommen, um Hilfe zu holen. Mario, vielleicht sind das ja die Typen, die uns neulich angegriffen haben. Dann suchen die vielleicht auch nach den Sternjuwelen. Also du sagst, die haben von irgendwelchen Juwelen geredet. Aber wir wussten überhaupt nichts, nicht was die von uns wollten. Würdet ihr vielleicht diese Frevler bekämpfen und wegen dieses, Sternjuwels? Ich könnte Bubuma bitten, euch bei der Suche zu helfen. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber bevor die Typen es bekommen... Es ist wirklich dringend, bitte! Wirklich? Ihr kommt also mit? Na klar. Das können wir doch nicht einfach mit ansehen. Außerdem müssen wir das Sternjuwel vor diesen Verbrechern finden. Vielen Dank. Ich bin so froh. Übrigens, ich heiße Bubulio. Also gut, dann führe ich euch jetzt zu unserem Baum. Folgt mir ganz einfach. Hier entlang.
Nein, Orden, ich will dahin. Und ich weiß nicht, wie ich da rankomme. Schauen wir uns später an. Einen Moment noch. Bubuma sagt, wenn man hier drückt, wird ein Geheimgang sichtbar. Ich hab's! Ah. Das ist mir doch. Ausweicher. Moment mal, der Ausweicher ist auch ein super Orden eigentlich. Ach, ich sollte mir angewöhnen, an welche Taste die das Direktmenü zu Orden ist. Erfolgreich im Einsatz Action-Kommandos. Für Marios Verteidigung sinkt erlittener Schaden um 1. Das ist eigentlich sehr, sehr gut. Vielleicht erhöhe ich doch die Ordenpunkte. Überlege ich mir. Weil der Orden ist wirklich einer der besten. Durch diese Röhre gelangt man in unseren Wunderwald. Na kommt schon, beeilt euch! Ah ja. Schöne Röhre. Dann schauen wir mal, was uns erwartet. Kapitel 2. Der Baum der Bubus. Ja, aber, meine Freunde, Kapitel 2 werden wir erst im nächsten Video angehen. Gott sei Dank ist es ja ein ungerader Teil, das heißt, ein gerader kommt sofort hinterher. Ihr könnt direkt das nächste Video anklicken. Ich wünsche euch demzufolge dann viel Spaß im nächsten Video. Bleibt mir gewogen und vielen Dank fürs Zusehen.